Die Natur kennt keine ehelichen und keine unehelichen Mütter. Die Natur verfährt in der Stunde der Geburt mit der unehelichen Mutter genauso wie mit der ehelichen. Die Natur bringt auch keine ehelich und unehelich abgestempelten Kinder hervor. Für die Volkskraft, für das nationale Gedeihen, besteht daher ein Unterschied zwischen ehelich oder unehelich überhaupt nicht wenn nur ehelich und unehelichen müttern die gleiche sorgfalt zugewendet wird wenn nur eheliche wie uneheliche kinder mit der gleichen fürsorge aufgezogen werden das geschieht aber keineswegs und daher die prozentual schlechteren ergebnisse bei unehelichen kindern die größere sterblichkeit die schlechtere entwicklung die häufige verwahrlosung das alles ist aber nicht der unehelichen geburt an sich zuzuschreiben sondern Gesetzen, die für das uneheliche Kind ganz besonders zurechtgeschnitten sind, um seine Lebemöglichkeit herabzudrücken. Die Mutter, die ihr Kind weggibt, die gibt ihr bestes Teil weg, ihren stärksten Halt, denn der Urgrund aller Moral bei Frauen ist Mutterliebe. Wenn man so das heiligste, veredelndste Band der Natur zerreißt, wenn man die kräftigste Lebensquelle des Kindes, die Mutter, ihm nicht erhält, und wenn man gleichzeitig der Mutter ihr bestes Teil, das Kind, nimmt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn Mutter und Kind ohne gegenseitigen Halt verkommen und in Krankheit oder Laster enden. Zu wem gehört das Kind? Wird es nicht eins fragen, zu wem es gehört? Eine große Traurigkeit liegt oft über solchen Kindern, deren Grund ihnen nicht bewusst ist. Und zu wem gehört die Mutter? Für wen hebt sie sich auf? Für wen arbeitet sie um kargen Lohn? Wozu soll sie sich so quälen, wenn sie doch das Kind nicht bei sich haben kann, wenn sie es verstecken oder verschenken musste? Gesunde, sittliche Völker freuen sich eines kräftigen Nachwuchses. Der leistet ihnen Gewehr für ihr Fortbestehen. Wenn ein Volk dagegen anfängt, Kinder zu meiden, so steht es im Zeichen des Verfalls. Wenn es gesunde Mütter und Kinder umkommen lässt, so wird es in 100 oder in 200 oder 300 Jahren zur Verteidigung seiner Grenzen nur noch Dirnen und Zuhälter haben. Dann kommt in solchen Fällen ein gesundes Naturvolk und überrennt das degenerierte Kulturvolk. Wir überrannten die Römer, die Römer überrannten die Griechen. Wer wird uns überrennen? Zuerst die Polen und Tschechen, dann die Chinesen und dann noch weiter östlich oder südöstlich wohnende Völker. Wenn wir das nicht wollen, dann muss unser Schlagwort Umkehr heißen. Erneuern wir unser Volk selbst. Warten wir nicht erst auf ein Naturvolk, sondern kehren wir selbst zur Natur zurück, zu natürlichem Denken und Handeln. Die Natur begünstigt das Starke und Gesunde und lässt es sich fortpflanzen. Das Elende, Schwache aber lässt die Natur zugrunde gehen, ohne Schaden für sich und andere. So ist es in der Pflanzen- und Tierwelt, so ist es bei den Naturvölkern. Wenn nun nach der gegenwärtigen Lage der Mann Kinder nicht ernähren kann oder will, so wird eben die Frau ernähren. Dazu muss man ihr den Weg weisen und die Bahn frei machen zu dem einzig zuverlässigen Ernährer, der Frau und Kinder in früheren Zeiten ernährt hat und Frau und Kinder heute noch ernährt. Das ist die Scholle, die mütterliche Erde, das Land. Die Scholle ist der älteste Ernährer der Frau und ihrer Kinder. Überall, wo das uralte Mutterrecht galt oder heute noch gilt, da bauen die Mütter das Land. Der Mann trägt durch Arbeit verschiedener Art seinen Teil zum gemeinsamen Haushalte bei, aber der Ernährer ist er nicht. Die Ernährerin ist die Erde, und die Erde gehört den Müttern. Und die Familienform heißt Mutterrecht. Das Mutterrecht ist nicht ein geschriebenes Gesetz, wie das bürgerliche Gesetzbuch oder der Code Napoleon, sondern das Mutterrecht ist zugleich ein Bodenrecht. Es haftet am Boden. Es ist das Familienrecht des Besitzes, der Sesshaftigkeit. Solange Mutterrecht gilt, hat jede Familie Besitz. Niemand ist arm. Solange Mutterrecht gilt, hat jede Familie ein Dach über dem Kopfe. Niemand ist heimatlos. Die Griechen nannten die Zeit des Mutterrechts das goldene Zeitalter. In den allerjüngsten Tagen schildert Alice Stockham eine Ärztin in Chicago uns ein Volk, das heute noch im goldenen Zeitalter lebt. In ihrem Buche „Die Reformehe“ erzählt sie von den Nayars in Indien. Sie spricht von den freien Frauen Indiens, bei denen die Familie und das soziale System auf der Mutter beruht, die alles Geschäftsinteresse selbst wahrnimmt und Trägerin der Vererbung des Eigentums ist. All diese sichere Freiheit, den Wohlstand, den Besitz hat das Vaterrecht uns zerstört. Der Mann hat ihn überall da zerstört, wo es ihn nach Privatbesitz gelüstete. Sein erstes Privateigentum musste das Weib werden. Daher riss er es von der heimatlichen Scholle, die es ernährt hatte, und führte es in sein Haus. Es muss jetzt des Mannes Besitz bebauen, solange er nämlich Besitz hat. Wenn er ihn veräußert oder, wie oft bei den Alten, und neuen Germanen verspielt und in die Welt zieht, muss das Weib mit den Kindern mitziehen, heimatlos. Findet der Mann Arbeit, so ist es noch gut. Findet er keine, so muss das Weib ihn ernähren, ihn und die Kinder. Oder der Mann verlässt die Familie. Das Vaterrecht ist das Familienrecht des Verkehrs. Der Verkehr aber bedeutet für die allermeisten Besitzlosigkeit, Verarmung. Der Besitz die Scholle wird verlassen und geht an das Großkapital über. Das nimmt den Besitz der Wegziehen an sich für wenig Geld. Denn wer einmal durchaus die Scholle verlassen will, der verprasst und verschleudert sein Gut. Die Familie zieht dann umher, verbraucht den Erlös und was sie verdient auf Miete, Nahrung und Kleidung. Denn ein Haus und die Scholle hat sie ja nicht mehr. Und geht unter, wenn das Verdiente nicht ausreicht. Noch einmal. Der Mann will oder kann die 180.000 unehelichen Kinder und dazu sehr viele Eheliche nicht ernähren. Daher muss die Frau es tun. Umkommen kann man doch die Kinder nicht lassen, denn Kinder sind Volksreichtum. Das sollte auch ein Kulturvolk einsehen. Und die Frau, die einem Kinde das Leben gibt, beschenkt ihr Volk. Dieses Geschenk muss das Volk würdigen, wenn es der einzelne Vater nicht tut. Das Volk muss der Mutter die Möglichkeit geben, ihr Kind aufzuziehen und sich ihm zu erhalten. Was das Volk aus den 180.000 Kindern und denen darüber macht, das wird aus ihnen werden. Kinder sind ja doch nicht lediglich Privatbesitz der Mutter, sondern sie sind zugleich Staatsbürger. Kaum ist das Kind geboren, so kommt der Staat und legt seine Hand drauf. Es wird registriert, es unterliegt dem Impfzwange, dem Schulzwange, es wird zur Militärpflicht und zur Steuer herangezogen, kurz es ist Staatsbürger. Mithin ist die Mutterschaft eine soziale Aufgabe und muss als solche anerkannt und von allen Mutter und Kind einschnürenden Paragraphen befreit werden. Mithin ist das Kind ein sozialer Wert und muss als solcher geachtet werden. Es kann viel junge, sprossene Volkskraft, viel blühender Nachwuchs erhalten werden, denn gerade die unehelichen Kinder stammen meist von jugendlichen, kraftvollen Eltern ab und sind da, wo nicht Mangel und seelische Niedergeschlagenheit schädigend auf die Mutter einwirkt, bei der Geburt oft strotzend vor Lebenskraft, wie man an den Kindern der Landmädchen sehen kann, wo man das Natürliche eben natürlich nimmt und das Kind ernährt wird, wenn es da ist. Das gesamte junge Leben, das Anspruch auf unsere Hilfe hat, zu erhalten, bestrebt sich der Bund für Mutterschutz. Und darum fordert er Schutz für Mutter und Kind und Boden für Mutter und Kind. Boden im abstrakten und Boden im konkreten Sinne. Boden im abstrakten Sinne heißt Anerkennung von Mutter und Kind als Familie. Wie bedeutungsvoll es ist, dass Mutter und Kind als zusammengehörig betrachtet werden und einander auch Mutter und Kind nennen dürfen, das wissen eigentlich so recht nur diese Mütter und Kinder selbst. Das kann kein anderer nachfühlen. Dürfen sie sich nicht zueinander bekennen, so lastet Zeit ihres Lebens ein Druck auf ihn, so besteht eine Scheidewand zwischen ihnen, die keine überquellende, warme Liebe aufkommen lässt. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Denn ich habe unter diesem Drucke gelitten bis vor wenigen Jahren. Meine Mutter hat unter diesem Drucke gelitten bis vor wenigen Jahren. Denn ich bin ein uneheliches Kind. Bis vor kurzem hatten wir nicht den Mut, uns zueinander zu bekennen. Erst als ich mich zu meinen eigenen Anschauungen durchgearbeitet hatte, habe ich den Mut gefunden und meine Mutter erlöst. Darum, weil ich aus eigener Erfahrung reden kann, fühle ich mich berufen, für alle unehelichen Mütter und Kinder zu sprechen. Ich fordere daher nochmals im Namen aller unehelichen Mütter und Kinder als erstes Zugeständnis Anerkennung von Mutter und Kind als Familie. Städtische Heime erscheinen mir als ein gewiss jetzt recht nötiges Übergangsstadium, um erst einmal die Mütter zu sammeln, die ihren Kindern auch wirklich treu bleiben und ein Leben frischer, froher Arbeit anfangen wollen. Wenn sie erst ein Mütterheim kennen, werden sie auch Mütterheimstätten aufsuchen und den Gedanken an ein Familiendach und die Mutter Erde liebgewinnen. Ganz besonders rechne ich auf die Mütter, die noch nicht geboren haben. Bei ihnen ertönt besonders flehend der Ruf, wohin? Ach könnten wir an einen stillen Ort? Wenn wir solche Mütter schon vor ihrer schweren Stunde in den ruhigen Frieden des Landlebens nehmen, dann wird dieser Aufenthalt und entsprechende Beschäftigung Ganz entschieden wohltätig auf Mutter und Kind einwirken. Und wir hoffen, dass wir in diesen Müttern die Liebe zur Scholle befestigen und dass wir in diesen Kindern ein starkes, junges Geschlecht großziehen werden, das in unseren Heimstätten eingeboren ist. Es steht ferner zu hoffen, dass die von vielen geflohene und darum vernachlässigte Mutter Erde nach dem neuen Geschlecht, das sie wieder zu Ehren bringen will, dankbar erweisen und ihm reichlich Frucht spenden wird. Wie schön die Erde ist und wie dankbar, das weiß und würdigt man in der Stadt gar nicht. Erst wenn man in ihr und mit der Natur lebt, gewinnt man einen ganz neuen Glauben, eine neue Religion. Der Mann flieht das Land. In allen Eisenbahnwagen hängt der Aufruf der Ansiedlungskommission. Der deutsche Bauer soll kommen. Aber der deutsche Bauer kommt nicht. Man soll es mit deutschen Müttern und Kindern versuchen. Aus Kindern werden Leute, vielleicht auch wieder einmal Bauern. Die ländlichen Heimstätten, die wir gründen wollen, sollen keine sogenannten Heime sein mit Anstaltscharakter, sondern Ansiedlungen, Wohnungs- und Wirtschaftsgemeinschaften mit Arbeitsgelegenheit. Wenn uns zweckentsprechende Wohnhäuser, Land und Arbeit in schon bestehenden Betrieben geboten werden, so haben wir uns nur um die innere Organisation der Ansiedlung zu kümmern um Erziehung und Beratung der Mütter und Kinder, um Besorgung des Hausstandes, Einrichtung der Wirtschaftsgemeinschaft und, das ist ein Hauptpunkt, einer Siedlungssparkasse. Denn die Mütter sollen sparen, damit sie dereinst das vielleicht leihweise überlassene Gebiet als Eigentum für ihre Kinder erwerben können und somit junge Geschlechter wieder Anteil an der Erde gewinnen. Alles, was wir privatim vorschlagen und ausführen, muss baldmöglichst gesetzt werden. Und dieses Mutterschutzgesetz muss selbstverständlich alle Mütter umfassen, die Verheirateten und die Nicht-Verheirateten. Ein Hauptpunkt des Mutterschutzgesetzes, den wir sogleich vorweg in Angriff nehmen wollen, ist die Frage der väterlichen Fürsorge. Auch unter dem Mutterrecht oder vielmehr da erst recht, musste der Mann sein Teil beitragen. Nirgends war er von der Fürsorge ganz befreit. Annähernd mutterrechtliche Verhältnisse können wir nur auf dem Lande schaffen. Die Mutter auf dem Lande kann zur Not mit Hilfe der Scholle ihre Kinder allein ernähren. Was aber wird aus den Müttern in den Städten? Wir können sie nicht alle plötzlich aufs Land verpflanzen. Es kommt auch darauf an, ob sich der heutige Mann ganz aller Verantwortung entziehen will. Ich sage nein. Schrecklich ist die landläufige Vaterflucht. Schrecklich ist aber auch die Jagd nach dem Vater. Schrecklich ist es, wenn eine Mutter über alle Einzelheiten vernommen wird und diese in große Fragebögen eingeschrieben werden, und wenn nun ein Einzelvormund oder der Generalvormund die Jagd nach dem Vater beginnt, wenn die Eltern aufs Gericht müssen, wo die Stunde, die zwischen zwei Menschen geheim bleiben sollte, in Atome zerpflückt wird, wo die Kinder der Liebe ganz bestimmt Kinder des Hasses werden, Manche Mutter weigert sich, den Namen des Vaters zu nennen, weil sie ein solches Verfahren nicht ertragen würde. Lieber will sie nichts haben, wenn der Vater nicht von selbst kommt, aber aufs Gericht geht sie nicht. Man soll ja nicht denken, dass solche Mütter den Namen des Vaters nicht wissen. Nein, man soll dieses Gefühl schonen. Die Frau will das ihr Heilige nicht entkleiden. Ob der Mann diese Schonung verdient, darauf kommt es nicht an. Solche Frauen kommen natürlich materiell zu kurz, wenn sich nicht ein anderer Modus väterlicher Fürsorge finden lässt. Ein Modus, der zugleich für die Väter vieles Peinliche und manch direkte Sorge vermeidet. Dieser Modus wäre eine allgemeine staatliche Mutterschaftsversicherung. Zu dieser müssen aber nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer herangezogen werden, da bei jeder Mutterschaft auch ein Mann beteiligt ist. Es wäre daher ganz unbillig, nur die Frau von ihrem oft kargen Einkommen sich versichern zu lassen und es dem ehelichen wie dem unehelichen Vater freizustellen, ob er gutwillig sorgen will oder ob erst Jagd auf ihn gemacht werden muss. Das einzig Gerechte ist daher eine Mutterschaftsversicherung, zu der Männer und Frauen herangezogen werden. Jedes geschlechtsreife Mädchen und jeder geschlechtsreife Mann muss nach Maßgabe seines Verdienstes zahlen. Mädchen bzw. Frauen etwa vom 15. bis zum 45. Lebensjahre, Männer vom 16. bis zum 55. Lebensjahre. Für Mädchen und Jünglinge, die in dem versicherungspflichtigen Alter noch nichts verdienen, zum Beispiel Studenten, müssen die Eltern oder Voreltern zahlen. Dann fallen sämtliche Alimentationsklagen weg. Wer der Vater ist, das ist für die Rente ganz gleichgültig. Einer muss es sein. Und wenn alle Männer versichert sind, so ist eben der Betreffende auch darunter. Die Jagd nach dem Vater, alle die hochnotpeinlichen Vernehmungen hören also vollständig auf. Damit soll durchaus nicht gesagt sein, dass alle persönliche Fürsorge des Vaters aufhören soll. Es ist jedem Manne unbenommen, sich auch privat um die Seinen zu kümmern. Aber sie sind nicht von ihm abhängig. Sie können auch unabhängig von ihm leben und gedeihen. Und dieses Ziel müssen wir anstreben. Die Mutter bringt das Kind zur Welt. Also muss die Mutter es auch ernähren können. Ihr und ihres Leben darf nicht vom guten Willen eines Dritten abhängen. Hinsichtlich der Höhe der Rente, die an Mütter und Kinder ausbezahlt wird, mache ich einen Vorschlag, den ich dringend zu erwägen bitte. Die Rente sei für alle Mütter und alle Kinder gleich. Die neugeborenen Kinder sind alle untereinander gleich. Die Mütter, die soeben geboren haben, sind auch alle untereinander gleich. Gleiche Schmerzen, gleiche Hoffnungen, gleiche Befürchtungen umlagern jede Geburtsstätte. Wenn wir hier gleiche Lebensbedingungen geben, gleiche Möglichkeit des Gedeihens und der Entwicklung, so machen wir das Wort von der Gleichheit und Brüderlichkeit zur Tat. Es dürfte das eine Möglichkeit sein, Reich und Arm zu versöhnen, die Klassengegensätze zu überbrücken, den Klassenhass zu besänftigen, wie es nicht bald eine zweite gibt. Vielleicht gesundet dadurch unser Volk, unser geliebtes Vaterland in mehr als einer Beziehung. Wir haben jetzt nur Gesetze und Einrichtungen, unter denen wir sterben können. Alters- und Invalidenversicherung, Krankenversicherung und Krankenhäuser, Siechenhäuser und Irrenhäuser. Fürsorgeanstalten, Gefängnisse und Zuchthäuser. Der Staat sorgt erst für die Menschen, die schon sterben, physisch oder moralisch. Aber wir haben keine Gesetze, unter denen wir leben können, unter denen überhaupt Kinder geboren werden können. Wir müssen Gesetze schaffen, unter denen wir leben können. Der Staat muss sich um uns kümmern, solange wir gesund sind und eine Zukunft vor uns haben, damit wir gesund bleiben und etwas aus uns wird nicht früh genug kann man damit anfangen, gleich beim Eintritt ins Leben, ja schon vor dem Eintritt. Wir vom Bund für Mutterschutz, wir werden nicht aufhören, neue Anhänger zu werben, mit dem immer wiederholten Rufe, schützt die Mütter, Schutz für Mutter und Kind.